Die kürzeste U-Bahn-Linie Deutschlands ist nicht etwa im kleinsten U-Bahn-Netz der Bundesrepublik zu finden, sondern im größten in der Bundeshauptstadt in Berlin. Auf 1,8 Kilometern Länge verbindet sie gerade einmal 3 Stationen miteinander. Doch dies soll sich im Dezember nächsten Jahres ändern, wenn dann die Verlängerung der U-Bahn-Linie 5 vom Alexanderplatz durchgehend bis zum Hauptbahnhof in Betrieb geht. Dies wird möglich durch den bis dahin hoffentlich planmäßig fertiggestellten Abschnitt zwischen den Stationen Alexanderplatz und Brandenburger Tor. Dieser soll ebenfalls 3 neue Stationen beinhalten, nämlich die U-Bahnhöfe Rotes Rathaus, Museumsinsel und Unter den Linden. Der U-Bahnhof Museumsinsel wird dabei allerdings nicht zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 mit an den Start gehen, denn hier verzögert sich der Bau zusätzlich aufgrund der schwierigen Lage des Bahnhofes unterhalb des Spreekanals. Der Bahnhof soll dann erst im Frühjahr des Jahres 2021 in Betrieb gehen, bis dahin fahren die Züge der U5 durch den Bahnhof durch. Am neuen U-Bahnhof Unter den Linden soll eine Verknüpfung mit der U-Bahn-Linie 6 hergestellt werden. Deren jetziger Haltepunkt Französische Straße soll dann dafür geschlossen werden. Somit wird man die U55 noch knapp ein Jahr bei der Fahrt beobachten können. Damit wird dann auch endlich die Insellage des kurzen Streckenabschnittes zwischen Brandenburger Tor und Hauptbahnhof aufgehoben, welcher nämlich schwierige logistische Anforderungen an den Betrieb stellten. Die U55 hält, wie vorhin bereits angesprochen, derzeit an 3 Bahnhöfen, welche der Hauptbahnhof, Bundestag und Brandenburger Tor wären. In Betrieb ging die Strecke am 8. August des Jahres 2009. Dass diese nicht als Gesamtstück vom Alexanderplatz bis zum Hauptbahnhof direkt in Betrieb ging, lag daran, dass im Jahre 2002 vom Berliner Senat ein Baustopp verhängt wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren der Hauptbahnhof und der Bundestag allerdings schon im Rohbau fertiggestellt. So entschied man sich für einen direkten Weiterbau bis zum Brandenburger Tor und den restlichen Abschnitt bis zum Alexanderplatz zu berücksichtigen, um dort auf diesen 3 Stationen einen Pendelverkehr, wie er heute stattfindet, einrichten zu können. Heute verkehrt hier ein 2-Wagen-Zug immer im Pendelverkehr im 10-Minuten-Takt. Einen Großteil der Zeit bewältigten den Fahrgastbetrieb 2-Wagen-Züge des Typs F79. Diese Fahrzeuge kamen in den 1970er Jahren nach Berlin. Sie wurden allerdings im Laufe der Zeit modernisiert, sodass sie im Innenraum durch moderne Ledersitze im BVG-Design sich auszeichnen, sowie gelbe Haltestangen und weiße Wandverkleidungen. Dabei gab es pro Einheit 72 Sitzplätze und 178 Stehplätze. Seit 2018 waren auf der U5 auch Fahrzeuge vom Typ D unterwegs. Die Doras waren zu diesem Zeitpunkt allerdings schon längst aus dem Linienbetrieb verschwunden, sodass diese historischen Fahrzeuge nochmal eine Modernisierung erhielten mit digitalen Zielanzeigen und Druckknöpfen anstatt der Hebelöffner an den Türen. Hier fällt auch besonders die historische Holzvertäfelung auf, sowie die in grün bezogenen Ledersitze. Von denen gibt es hier insgesamt 72 Stück und 163 weitere Fahrgäste finden einen Stehplatz. Werfen wir nun noch einen genaueren Blick auf den Streckenverlauf und deren Stationen. Dafür wollen wir am Berliner Hauptbahnhof starten. Der im Jahre 2006 eröffnete Verkehrsknotenpunkt zeichnet sich vor allen Dingen durch seine großzügigen Glaskonstruktionen aus. Auf 2 verschiedenen Ebenen, mit jeweils 8 Gleise, wovon auch eine im Tunnel liegt, fahren sowohl Fern- als auch Regionalzüge ab. Von hier aus gibt es viele Fernverkehrsverbindungen in die Großstädte und Metropolregionen Deutschlands, so zum Beispiel ins Ruhrgebiet über Hannover, nach Hamburg, nach München über Leipzig und Halle und nach Frankfurt. Im europaweiten Fernverkehr gibt es von hier aus unter anderem Verbindungen nach Prag und Amsterdam. Im oberen Teil des Bahnhofes fahren auch 4 S-Bahn-Linien der S-Bahn Berlin ab.
Die Station der U-Bahn liegt im unteren Bahnhofsteil neben den Gleisen 1 bis 8. Hier befindet sich ein Mittelbahnsteig. Von den beiden existierenden Gleisen wird derzeit, wie an allen anderen Stationen auch, nur eins genutzt. Sie ist über einen Fahrstuhl auch barrierefrei mit dem Bahnhof verbunden. Es besteht außerdem ein separater Treppenzugang über ein Zwischengeschoss zur Straßenbahnhaltestelle vor dem Berliner Hauptbahnhof. Dort fahren die Straßenbahnlinien M5, M8 und M10 ab. Der Bahnsteigsbereich der U-Bahn an sich ist recht großzügig gestaltet worden, mit einer Deckenhöhe von 11 Metern und 19 Meter Breite. Neben nur weiß bedruckten Aluminiumplatten gibt es auch historische Motive von ehemaligen bzw. bis heute existierenden Berliner Bahnhöfen aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Zudem gibt es blaue Paneele, auf denen die Stationsaufschrift Hauptbahnhof prangt. Wir wollen nun die Station erst einmal verlassen und fahren dafür in Richtung Süden mit der U-Bahn zum Bundestag. Die Station Bundestag erreichen wir nach etwa 610 Metern Fahrtweg. Sie präsentiert sich zwar nicht besonders schön, dafür sehr markant in vorwiegender Betonoptik. Der Mittelbahnsteig, der hier liegt, ist insgesamt 140 Meter lang. Rechts und links des Bahnsteiges sowie oberhalb der Tunneleinfahrten gibt es noch eine Galerie, von der man einen schönen Blick auf den Bahnsteig und die gesamte Station hat. Hier fällt auch die gewaltige Höhe der Station mit 8 Metern und die asymmetrischen Betonsäulen auf. Die Säulen schließen an ihrer Oberseite mit der Stationsdecke ab, allerdings fällt von dieser Oberseite durch Lichtschächte Tageslicht in die Station herein, bei Nacht leuchten hier Lampen die Station ein. Auch an den Zugängen setzt sich die besondere Optik der Station fort, nämlich mit angeschrägten Betonelementen und einem runden und verglasten U-Bahn-Logo. Wenn man die Station verlassen hat, fällt dann auf, dass man sich mitten im Berliner Regierungsviertel befindet. Neben dem Paul-Löbbe-Haus und dem Bundeskanzleramt liegt hier hinter dem Platz der Republik der Bundestag selbst. Das von 1884 bis 1898 errichtete Reichstagsgebäude wurde zwar beim Reichstagsbrand und im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, wurde allerdings in den 60er Jahren wieder aufgebaut und präsentiert sich somit in der heutigen Form mit der Glaskuppel. Kehren wir nun zurück in die U-Bahn-Station und verlassen diese mit unserem Zug. Als letztes erreichen wir nun die Station Brandenburger Tor. Die Station ist auf beiden Seiten mit dunklen Aluminiumplatten, auf denen in goldglänzender Farbe die Aufschrift der Station prangt. Dazwischen sind hinter beleuchteter Glasverkleidung Geschichten zum Brandenburger Tor aufgeschrieben worden. Die Station besitzt unter anderem einen Mittelgang, der abgegrenzt durch schwarze Säulen vom restlichen Bahnsteigsbereich, unter anderem Sitzgelegenheiten sowie eine interessante Beleuchtung durch große Lichtpaneele beherbergt. Wenn man dann die U-Bahn-Station an sich verlässt, gelangt man in ein Zwischengeschoss. Von dort aus kann man dann auch die S-Bahn-Station am Brandenburger Tor erreichen. Hier fahren die vier Nord-Süd-S-Bahn-Linien ab. Dies wären da die S-Bahn-Linien 1 Oranienburg-Wannsee, 2 Bernau-Blankenfelde, S25 Henningsdorf-Teltowstadt und die S26 Weidmannslust-Teltowstadt. Wenn man dann an die Oberfläche gelangt, findet man auf der südlichen Seite der S- und U-Bahn-Station eines der luxuriösten Hotels Berlins und ganz Deutschlands. Hier steht nämlich das Hotel Adlon, welches der Tradition von 1907 folgt. Dieser Neubau entstand allerdings erst im Jahre 1997, wo er am 23. August eröffnet wurde. Das Brandenburger Tor, welches heute am Pariser Platz steht,
wurde von den Jahren 1789 bis 1793 auf Anweisung des Königs Friedrich Wilhelm II. Errichtet. Getragen wird das Tor von 6 Säulen. An der Spitze des Tores thront die sogenannte Quadriga. Zusätzlich gibt es noch 2 Seitengebäude. Der Platz am Brandenburger Tor ist jeden Tag gut besucht und zählt zu einem der wichtigsten Touristenmagnete Deutschlands. Damit bin ich mittlerweile am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Würde mich daher auch über eine Bewertung in Form eines Daumen nach oben oder einen Kommentar freuen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wo es dann passend zum Fahrplanwechsel, der an diesem Sonntag stattfindet, ein Video über die Station Gateway Gardens in Frankfurt sowie sonstige Änderungen zum Fahrplanwechsel in der Region geben wird. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Nach Hauptbahnhof. Einsteigen bitte. Zurückgleiten bitte.